Ja, sicher, es geht wieder weiter. Auch hier, was dachtest du denn? Herzlich willkommen zum Warm-up, zum Vorbericht auf das kommende Bundesliga-Auswärtsspiel unseres VfL am Samstag in Hoffenheim. Der 28. Spieltag steht also vor der Tür. Und ich sage, endlich geht es wieder weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich empfinde diese Länderspielpausen immer mehr als lästig und nervig, auch wenn sie natürlich sein müssen. Aber jetzt haben wir die letzte Länderspielpause hinter uns. Und wenn wir auch ein bisschen ehrlich sind, ist diese Länderspielpause nervig hin oder her mehr als nützlich jetzt uns gewesen und kam uns mehr als gelegen, denn wir hatten natürlich einige Corona-Ausfälle in der Mannschaft und glücklicherweise konnten wir diese Länderspielpause dazu nutzen, dass die meisten Spieler, nahezu alle eigentlich, sich jetzt aus dem Corona-Krankenstand wieder zurückmelden konnten, symptomfrei sind. Und die Pressekonferenz ist auch heute bereits abgehalten worden und da ist zu vernehmen gewesen, dass wir jetzt nahezu wieder fast aus dem Vollen schöpfen können. Und das macht doch Mut auf die kommenden Aufgaben, die anstehen und die erste entsprechend am Samstag in Hoffenheim, ja, mehr als schwer genug. Somit wären wir direkt beim Gegner. Hier einmal ein Blick auf die TSG Hoffenheim. Ein paar Facts aus der laufenden Saison, wie gewohnt. Darüber hinaus, was gibt es sonst zu Hoffenheim noch zu erzählen? Also ich würde natürlich sagen, die spielen bis dato eine ziemlich gute Saison, ja, sind momentan mitten im Kampf um die europäischen Plätze. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Ich habe mir heute auch die Pressekonferenz der Hoffenheimer reingezogen und dort ist zu vernehmen, dass Posch ausfallen wird, Corona-bedingt, er wird gegen uns nicht auflaufen können. Sicherlich ein schmerzhafter Verlust, allerdings wird man das in Hoffenheim irgendwo auch auffangen können. Dafür haben sie genug Alternativen. Ansonsten, worauf wird es wohl am Samstag ankommen? Ich denke, ein Schlüsselduell ist sicherlich Hoffenheims rechte und unsere linke Seite. Über rechts kommt bei den Hoffenheimern Bebu, der ist pfeilschnell unterwegs, der ist brandgefährlich. Da wird also Soares einiges mit ihm zu tun haben. Allerdings, Soares ist jetzt auch nicht gerade irgendwer. Deswegen bin ich nochmal gespannt auf dieses Duell. Ansonsten, vorne ist zu erwarten, dass Kramaric bei den Hoffenheimern aufläuft. Auf Kramaric, auch wenn er jetzt nicht ganz so torgefährlich ist in dieser Saison. Allerdings, mit dem musst du immer rechnen. Der ist immer für eine Aktion gut. Und da ist es natürlich im Zentrum auch aller Voraussicht nach Leitsch und Masovic bei uns, die sich mit ihm dann dort beschäftigen werden dürfen. Ja, das sind so ein bisschen vor dem Spiel, was ich so zum Gegner eigentlich ja, zu erzählen habe. Darüber hinaus, das Hinspiel, klar, 2:0 für uns ausgegangen, ja, ein hochemotionales Festspiel oder eines dieser hochemotionalen Festspiele für uns gewesen. Das wird sicherlich jetzt im Rückspiel etwas anders werden, das schon allein deshalb, weil es auswärts gegen die Hoffenheimer geht. Hier noch einmal die Statistik. Bis dato gab es also 5 Spiele gegen die Hoffenheimer in der Bundesliga und wir sind dem leicht im Plus hier momentan. Möge das also weiter so bleiben. Kommen wir mal vom Gegner zu unserer Aufstellung. Wie schaut es am Samstag für uns aus? Was ist am wahrscheinlichsten? Hier seht ihr meine Aufstellung also eingeblendet. Ich gehe fest davon aus, dass unsere angestammte Viererkette wieder zusammenfindet. Mit der Ausnahme natürlich, dass Amel Bella-Kotschap gelb gesperrt fehlt. Ja, aber dafür kommen 3 andere wieder zurück. Masovic dürfte seinen Platz hinten drinne behalten. Und dann sind für mich auch fest Lucia, Rechpeçay, Polter vorne dürfte auch fix sein, da Locadia noch nicht spielen wird können. Und dann die Variablen wären natürlich auf den Außen Antwi Ajay, ja, oder Asano könnte über rechts kommen, das wäre eine Option. In dem Zentrum ist Löwen sicherlich ein Kandidat, wo man über auch Osterhage oder Pantovic nachdenken könnte, ja. Ich weiß nicht, inwieweit Blum überhaupt jetzt auch fit ist. Also er spielt, er hat jetzt voll mittrainiert, ist voll dabei. Ob er nicht vielleicht dann sogar eine Option für die Außen wäre, wenn ich nochmal zu den Außen zurückkomme. Und das sind so für mich die Variablen, wo ich sagen würde, hier könnte sich noch was verändern. Aber ansonsten darüber hinaus ist nicht mit größeren Überraschungen eigentlich zu rechnen. Wie seht ihr das Spiel? Wie seht ihr so die Aufstellung? Schreibt es wie gewohnt unten. Was meint ihr dazu? Lasst uns abschließend zur Erwartungshaltung kommen. Also meine Erwartungshaltung auf das Spiel am Samstag. Tja,
Ich erwarte ehrlich gesagt nicht so viel. Unsere Auswärtsauftritte in dieser Saison sind alles andere als vielversprechend. Ich denke, mit einem Punkt können wir dort auch sehr, sehr gut leben. Es wäre super, wenn wir den auch holen würden. Generell an diesem Spieltag gibt es interessante Duelle. Stuttgart spielt gegen Bielefeld, Augsburg spielt gegen Wolfsburg, die Hertha spielt in Leverkusen, ja. Und deswegen ein Punkt, damit können wir sehr gut leben. Wenn wir das holen, bin ich hochzufrieden. Mehr erwarte ich dort eigentlich nicht. Lasst mich aber natürlich sehr gerne von der Mannschaft eines Besseren belehren und vor allen Dingen auch überraschen. Es wäre schön, wenn wir dann natürlich mal wieder eine Überraschungskuh landen könnten. Ja. Schauen wir mal einfach mal. Das ist so meine Erwartungshaltung. Wie gesagt, wie seht ihr das Spiel? Was sind eure Meinungen zum Spiel? Wie glaubt ihr, wie geht's aus? Schreibt es einfach dann nochmal unten. Und somit wäre ich für heute durch. Ich fahre nach Hoffenheim, bin am Samstag vor Ort bei diesem voraussichtlichen Scheißwetter. Hätte ich erstmal gewusst. Ne? So, und werde mir das vor Ort also angucken. Deswegen die Couch-Analyse wird dann etwas später erfolgen und hoffentlich nehmen wir irgendwas Zählbares mit. Also, bis dahin. Wir sehen uns, wer mag, zur Couch-Analyse. Tschüss.